Dann nimmt man noch so Sachen. Ja, aber heute habe ich gescheit Glück gehabt, du. Da hat er mir aber unter der Arme gegriffen, du. Ja. Ich hatte eine Fehlermeldung. Ich bin nicht drauf gekommen. Das ganze Formular funktionierte nicht. Also eins funktionierte, das andere nicht. Und ich konnte es nicht finden. Ich habe alle Parameter abgeglichen und dann hat er mich auf was hingewiesen. Den Begriff kannte ich gar nicht. Wäre nie drauf gekommen. Nie, nie. Na, da, so, klick mal drauf. Da habe ich drauf geklickt und das war's. Da war eine Einstellung zu verändern. Ich Wahnsinn. weiß bis heute nicht, was das ist. Also ich könnte nicht sagen, was das überhaupt aussagt. Das müsste ich im Internet googeln, ja. Aber ich hätte das nie gefunden. Also wenn er da nicht gesagt hätte, so, jetzt muss er dem blinden Huhn hier mal helfen. Das ist ja Wahnsinn, weil wo du das erzählst, Ah. ich mache mal was ganz, ich mache es Doch mal in ganz anders. Ordnung. Ich Ist erzähle doch. einfach mal meine, also was es eigentlich ist. Also die Geschichte ist ja so, du machst irgendetwas. Ja, und dann hast du vielleicht jemanden, ich nehme jetzt dein Beispiel, du hast jetzt jemanden, der dir einen Hinweis gibt, zu klicken. Wo du sagst, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt genau zuschaue, haben wir ja schon zwei. Ja. Den, der dann normalerweise nicht drauf gekommen wäre, und den, der dir den Tipp dann aber doch gegeben hat. Ja. Das sind ja schon zwei. So ist es. Und du hältst dich aber interessanterweise nur für einen von diesen beiden. Ja. Ja, also ich bin der, der den Tipp bekommen hat. Ja, genau. Meistens Ja, ist es so. so. Um jetzt mal in dieser Geschichte zu bleiben. Aber das ist eigentlich ja. Und jetzt kannst du doch aber auch zuschauen. Also jetzt zum Beispiel. Jetzt fällt dir das nämlich alles wieder ein. Du sagst, aha, guck mal, ja, mir wurde geholfen Ja. von wem weiß ich jetzt nicht. Ich Ja? Das ist ja zu beobachten, das Ganze. konnte nicht aus dem Wissen kommen. Das wird nicht zum Ausdruck bringen. Guck mal, wenn ich jetzt glaube, die Andrea zu sein, Ja. dann habe ich dieses Problem, dass ich Hilfe brauche jetzt bei meinem Computer zum Beispiel. Ja. Und dann kommt jemand, der nicht die Andrea ist und hilft mir. Ja, aber ich hab ja nun das Gefühl, dass mir geholfen wurde. Woran liegt das? Weil ich jetzt glaube, die Andrea zu Ihr sein. seid ganz klar. Ja, Und weil die ich die kann ja Andrea aber ja auch. kenne, ich weiß, was sie jetzt so weiß und was sie kann und wo ihre Grenzen sind. Und das hätte sie, das Problem hätte sie nie technisch lösen können. Und für die Andrea erscheint es so, als wäre da noch jemand, Richtig. der jetzt nicht wirklich greifbar ist, aber der gute Tipps geben kann. Ja, sehr. Dreimal danke. Genau, das kommt jetzt aber von der Andrea. Ja, natürlich. Du kannst jetzt, nehmen wir mal an, du hast dieses Problem am Computer, dass du Hilfe brauchst. Und du kommst jetzt mal ein bisschen zur Ruhe durch irgendeinen Hinweis wahrscheinlich wieder. Ja. Ne? Ist jetzt nur ein Beispiel. Und der sagt dann zu dir, lehn dich doch einfach mal zurück. Entspann dich mal. So, dann passiert ungefähr Folgendes. Du fängst an, dich zurückzulehnen, du wirst ruhig. Und jetzt fängst du an, auf die Situation mit der Andrea, ich sage jetzt mal so, wohlwollend zu schauen. Ja. So ein bisschen so mit Liebe und so, ne? Aber so wertfrei eigentlich. Ja. Also, ja, dass du einfach nur schaust, so vielleicht so, ja, ist meine Andrea, ne? Irgendwie so. Das heißt, in diesem Moment glaube ich nicht mehr, die Andrea zu sein, sondern ich schaue jetzt Das ist auf genau. ihn. So, bin jetzt aber interessanterweise immer noch ich. Ja. Ja, ich nicht mehr in der Verwechslung mit der Andrea, sondern jetzt bin ich Ja. gütig, weißt du, liebevoll, was auch immer, Ja, und ich schaue helfe einfach mal. auf dich. Ja. Genau, so. Und wenn jetzt von der Andrea aus jemand anders kommt und einen guten Tipp gibt, hier klick mal da oder so, wie sieht denn das aus, wenn ich von hier aus schaue? Dann bin ich nämlich auch schon über dem anderen. Ja.
ja, dann schaue ich auch dem nur zu. Ja, ja. Und jetzt stelle ich aber irgendwas fest, und zwar, wenn ich mal genau hingucke. Jetzt kommt übrigens wieder so ein Tipp von wo auch immer her, ja. Und der lässt mir dann einfallen, dass ich das Meer bin, in dem all das geschieht. Ja. Und dann merkst du das so wie du jetzt auch so sagst, so, ja. Gut, jetzt gucke ich erstmal ich, und dann merke ich so, nee, ist das falsche Wort. Ich würde das nicht mehr ich nennen, das Meer würde ich nicht ich nennen, weil ich das für mich immer schon personalisiert, wie auch immer, ich ist für mich jemand. Ne? Aber das Meer, was macht das Meer? Das Meer lässt alles mit sich machen. Alles geschieht innerhalb dieses, oder wir sagen ja die Wellen, ja, die Gedanken, die Wellen, die da so auftauchen, ja, interessiert das Meer überhaupt nicht. Ich bin das Meer, in dem all das geschieht. So. Und jetzt stellst du fest, ja, stimmt. Und war völlig schmerzfrei. War keine große Sache. Ich bin das Meer. Ich hab's gesehen. Ich bin das Meer. Und ich war schon immer das Meer. Ja. Das war's. Ja. Mehr wollte ich dir nicht sagen. Na dann. Passt schon. Ja. Und wenn jetzt die Andrea mal so richtig wieder, dann vergesse ich ruckzuck, dass ich das Meer bin, dann halte ich mich für Andrea. Und dann geht's weiter. Ja, dann geht's wieder. Ich kann wieder. Mich auch mal wieder über die Andrea erheben und dazu schauen, oder ich gehe wieder in die Andrea und dann kommt wieder noch jemand, wer auch immer. Es findet alles in mir statt. Ja. Das sind meine eigenen Gedanken und meine eigenen Sprecher, meine eigenen Informationen. Das ist nichts, was irgendwo anders herkäme. Und dann kannst du, wenn du ein bisschen Abstand dazu hast, dann kannst du sehen, wie Andrea das Zappeln anfängt. Ja? Und unbedingt eine Lösung für irgendein Problem braucht oder so. Aber je höher du steigst, interessiert dich das einfach nicht. Dann lächelst du nur. Du hast nicht mehr das Bedürfnis, irgendwas ändern zu wollen oder helfen zu wollen oder sonst irgendetwas. Ja. Also es ist einfach dieses sich rausziehen. Ja. Du beobachtest den, der noch irgendwas ändern will. Ja. Oder irgendwie eine Lösung sucht. Es ist ja auch sehr interessant, diese ganzen Vorgänge, die da so stattfinden, mal genauer anzuschauen. Ja. Einfach um mal herauszufinden, wie läuft das Ganze. Das Ganze, wie funktioniert das? Und ich weiß, wenn ich glaube, ein Heiko zu sein, was ich alles für Probleme lösen möchte. Ja, also das so funktioniere ich einfach als Heiko. Ja. Und ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass der Ausgang ein anderer ist. Also weißt du, ich habe immer als Heiko versuche ich diese Dinge, das muss ich klären lassen, weißt du, das muss irgendwie zu lösen sein. Ich mache es mal ganz einfach, mit meinem normalen Glauben hat der Heiko keine Überlebenschance. Und er wird älter werden und kränker werden. Irgendwie wird es eigentlich immer nur schlimmer. Und wenn ich glaube, der Heiko zu sein, dann kann mich das in die Verzweiflung treiben. Ja. Das kann sehr befremdlich sein, ja. Ja, dass da irgendwie nicht weiter. Ja. Also das sagt mir doch schon, dass da gar nicht wirklich die Lösung sein kann. Aber was meinst du, wenn dir erstmal klar wird, wer du bist, dann läuft der Film trotzdem weiter und dann verwechsel ich mich auch mit dem Heiko und dann ab und zu mal gucke ich zu. Dann bin ich wieder Heiko, dann gucke ich wieder zu und dann bin ich das Meer, das überhaupt nichts mehr macht und
Ja, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe gedacht, da würde dann irgendwas sich ändern. Und jetzt verstehe ich das, was er sagt. Nee, erstmal nicht. Nee. Das geht ganz normal so weiter. Es läuft ganz alles nach ja. Plan, Buch, Film. Ja, nicht, es ist gar nicht mein, also ich habe tatsächlich keine Ziele, also nicht, dass ich jetzt im Moment wüsste, da irgendwie was vorwärts zu kommen, irgendwas daran zu machen oder so. Oder eben auch hier, was weiß ich, in Richtung der Erleuchtung oder so, ist mir alles egal. Weil es passiert, wenn es passieren soll und nicht, wenn ich es will. Und wenn ich es will, dann bin ich mindestens irgendwie gerade Heiko. Ja, oder genau. Das Heiko kann ja nichts wollen. Ja eben, das mehr will ja sowieso nichts. Und selbst ja. der Heiko zuschaut, also jetzt nicht wertend, der will auch nichts. Also ich muss da in der Verwechslung sein und dann will ich natürlich immer irgendwie irgendwo hin, irgendwie Lösungen für alles. Ja. Und dann denke ich auch, ja, jetzt, ich meine, es ist zum Beispiel schwer, wenn der jetzt richtig Theater macht. Ja, was weiß ich, fühlt sich bedroht oder sonst was oder hat sonstige Probleme, dann ist das, ich sage jetzt der, aber es bin ja dann ich. Ich glaube ja dann, der Heiko zu sein und mich dann in so einer Problemsituation darüber zu erheben, so jetzt, das könnte jetzt ein Plan von Maiko sein, ja? Da ziehe ich mich dann einfach raus, da erhebe ich mich dann jetzt einfach und dann ist das alles locker und so. Ne? Das geht doch überhaupt nicht. Weil diese Probleme als Heiko, die sind so intensiv, die halten dich da auch fest. Da kannst du dann nicht einfach mal nach hinten gehen und hier interessiert mich alles nicht. Nee, das ist schon in dem Moment dann sehr vordergründig, ne? Ja. Da ist mir aber ja was anderes gekommen, dass also, ja, wie soll ich das sagen? Dass das eben, ich habe dir das ja schon mal gesagt, dass das erlebt werden will. Mhm. Ja, wenn ich mir das Leben so vorstelle, dass ich mir überhaupt die Frage stelle, warum eigentlich leben? Warum? Was machen wir hier eigentlich? Ja. Dann geht das um Erleben. Also dann, ich sage dann einfach, du hast eine lange To-Do-Liste oder Erlebliste oder wie auch immer, wo alles Mögliche draufsteht. Ne? Ich habe jetzt neulich was gehabt, da habe ich mich extrem schuldig gefühlt, also geschämt. Also, ne? Und jetzt normal mit meinem Programm würde ich jetzt sagen, ja, wie kann ich das wegkriegen? Mhm. Also, dass ich mich nicht so schäme. Ja. Aber ich habe das jetzt auf meiner Liste, weißt du? Wenn du mich jetzt fragst, hast du dich schon mal richtig geschämt? Dann sage ich, ja. Ich erinnere mich daran, da habe ich mich mal schon mal richtig so auf meiner Liste abgehakt. Genau. Und es geht gar nicht darum, all diese Sachen wegzumachen, sondern es geht darum, all diese Sachen zu erleben. Zu erfahren und zu sagen, kenne ich, habe ich gehabt, ja. Genau. Mhm. Das hat sehr viel mit Entwicklung zu tun. Und dann gibt es natürlich die Dinge, wo du sagst, nee, also, können wir nicht was anderes, also das wäre jetzt nicht gerade so meins. Ne? Ja, kann das man machen. Schrittchenweise geht er auch, ja. Ja, aber das schiebst du nur mit dir rum. Also du merkst, es geht nicht wirklich weg. Ja. Was du erlebt hast, geht interessanterweise weg. Ja. Nur wenn du es nicht erleben willst, wenn du dich wenn du davor wegläufst, dich drückst, ja. Ja, dann kannst du da sehr lange mit rumlaufen. Ja. Wenn du nicht einverstanden bist. Wir haben ja Zeit. Ja. Wiederholen wir einfach nochmal unsere Aufgaben. Ist doch auch okay. Du wirst das früher oder später sowieso tun. Das ist einfach so, du erkennst ein, also halte dich raus. Versuch nicht irgendwas zu beschleunigen, irgendwas auszubremsen. Am besten lässt du einfach alles nur laufen, ohne irgendwelche Absichten. Ja. Du müsste ja nur oft genug aufgefallen sein, dass dich eine Erkenntnis überfallen hat. Die hast du gar nicht angestrebt. Die hat dich überfallen, irgendwie einfach so mittendrin. Hast du nichts für getan. Nee. Ja. Ja. Aber worüber reden wir jetzt hier?
Nicht über das Meer. Auch nicht über den, der die Andrea wertfrei beobachtet. Wir sind jetzt schon wieder bei einem, der was will. Mhm. Ja, ja. Ja, der überlegt sich schon wieder, wie komme ich da heil durch. Ja, wie taktieren. Genau, ja. Da steckt das Tick-Tack und Tieren drin. Als Meer lasse ich das einfach geschehen. Interessiert mich. Aber das gehört ja auch dazu, dass du beobachtest. Es ist ja wie der Jan das so schön erzählt hat mit dem Rauswurf aus dem Paradies, was ja das große Geschenk ist. Ja. Und dass du all diese Dinge ja erst nur überhaupt deswegen erleben kannst. Du kannst ja als Gott, mit dem Wissen, dass du Gott bist, kannst du das alles nicht erleben. Du kannst nicht wirklich Angst erleben, wenn du nicht glaubst, hier, was weiß ich, die Andrea zu sein. Ja. Und jetzt merkst du, dass du so langsam immer mal wieder so Momente kommen, wo du merkst, dass du gar nicht die Andrea bist. Mhm. Mhm. Das wird öfters kommen. Mhm. Der Weg geht von ganz alleine in die Richtung. Ja. Es wächst. Stimmt.